Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeld.tv in Berlin im Löwenpalais zur Initiatorenloge. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Stefan Lammerding, er ist Geschäftsführer der Dr. Peters Group. Guten Abend, Herr Lammerding. Guten Abend, Frau Hegewald. Herr Lammerding, nach dem Einstieg bei Zinsbaustein.de im Herbst 2019 hat die Dr. Peters Group jüngst ihre Beteiligung an der digitalen Investmentplattform aufgestockt. Können Sie uns verraten, was versprechen Sie sich von dieser Partnerschaft? Ja, in erster Linie wollen wir gemeinsam wachsen. Uns ist also gelungen, in den letzten Monaten erfolgreich unseren Kunden Angebote von Zinsbaustein anzubieten. Darüber hinaus erwarten wir in den nächsten Tagen den ersten AIF auf der digitalen Zeichnungsstrecke von Zinsbaustein. Darüber hinaus wollen wir künftig auch Anleihen neben dem Publikums-AIF anbieten. Die dazu notwendige KWG-Lizenz haben wir gerade in den letzten Tagen von der BaFin bekommen. Herr Lammerding, Ihrer Meinung nach, wie sieht der Vertrieb der Zukunft aus und welche Rolle wird der Berater in einer digitalisierten Welt spielen? Ja, wir sind im ständigen Dialog mit unseren Vertriebspartnern und haben daher die Erkenntnis, dass maximal 8-10% der Kunden eigeninitiiert handeln. Deswegen glauben wir, Beratung wird eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen, dass digitale Verfügbarkeit, wenn der Kunde zu Hause auf dem Sofa sitzt, plus persönlicher Betreuung, also Persönlichkeit, einen eigenen Berater, das wird das Geschäftsmodell der Zukunft sein. Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen auf dem Weg viel Erfolg, Herr Lammerding. Vielen Dank, Frau Hegewald.